Jo, moin, die Schwarzwälder am Start. Heute eine spontane Reaktion, weil eine gewisse Schlagzeile heute in den sozialen Medien rund ging. Ich dachte mir standardgemäß und Klischee erfüllend hier am Tanktop direkt nach dem Training die Aufnahme, damit man gleich wieder in eine Schublade gesteckt wird. Thema ist eine Anfrage, eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion sozusagen zum Thema Sport während der Corona-Pandemie an die Bundesregierung. Scheinbar kann man das so machen. Und jetzt hat die Welt Zeitung in einem Online-Artikel da gleich so ein Ding aufgemacht. Wir gucken uns das mal an. Das ging gleich bei Twitter, bei Instagram rum. Ich dachte mir, was? So eine richtige Schlagzeile wurde das. Guck mal, das ist der Weltartikel. Sie vermissen Ihr Fitnessstudio. Die Bundesregierung rät Ihnen zur Gartenarbeit. Ne, da, wie gesagt, hat dann die FDP-Fraktion irgendwie so vor ein paar Wochen mal so Anfrage gestellt. Wie sieht es denn aus? Was sind eure Pläne? Bla, 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 bla. Ich verlinke euch auch alles in der Infobox. Und dann dachte ich mir so, naja, Welt, keine Ahnung, die wollen ja auch alle Schlagzeilen machen, die wollen ja auch alle, ich will mich jetzt gar nicht wieder auf irgendeine Seite stellen, aber gerade ist ja Meinungsmache das Ding. Jeder will ja irgendwie Aufmerksamkeit, jeder will gegen jeden und ich finde, da sollten wir mal ein bisschen von wegkommen. Da habe ich gedacht, komm, guck dir die Reaktion der Bundesregierung an, weil wenn, dann will ich auch ein offizielles Statement und nicht hier irgendwie was aus der Welt rausziehen. Dann gibt es da tatsächlich was, wir gehen nochmal die Anfrage kurz durch, hier sieht man die kleine Anfrage der Abgeordneten, passt. Kober, Britta, bla bla bla. Ne? Also sind dann Abgeordnete und die fragen dann quasi so einen kleinen Anfrag, wie das genau läuft, keine Ahnung, bin ich auch nicht drin. Scheinbar ist es aber so eine kleine Anfrage an die Bundesregierung, einfach mal so eine Stellungnahme, wie sie das sehen, um vielleicht auch gewisse Dinge zu vertreten, wie hier die Fitnessbranche, wo ich auch voll hinterstehe. Könnte man jetzt alles genau durchlesen, könnt ihr auch machen, ich verlinke euch das. Wie gesagt, sonst wäre zu lang, ich möchte nur einmal auf diesen Aufhänger hier eingehen und hier gleich bei der ersten Frage ist dann auch quasi das Thema, ne, mit der Gartenarbeit zustande gekommen. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass Sportvereine und Fitnessstudios mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung leisten? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und jetzt gibt es hier die vorgefertigte Antwort der Bundesregierung, da gehen wir mal rein. Auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Pascal Kober etc. Und der Fraktion der FDP, Sport während der Corona-Pandemie. Ne, jetzt geht die Bundesregierung darauf ein. Wir gehen einfach mal die ersten beiden Fragen durch, A und B. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass Sportvereine und Fitnessstudios mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung leisten? So, sie beantworten A und B quasi in einer Antwort. Und hier die Antwort, auch Sportvereine und Fitnessstudios leisten einen Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung. Sportvereine, Fitnessstudios unterstützen mit ihren Angeboten die Bevölkerung dabei, regelmäßig und ausreichend körperlich aktiv zu sein und somit dem Risiko verschiedener physischer Erkrankungen und psychischer Beschwerden in allen Lebensphasen vorzubeugen. Diesem Ziel dienen aber auch Aktivitäten im Alltag. Und jetzt kommt es, wie Gartenarbeit, Fahrradfahren, Laufen, häufige längere Spaziergänge und etc. Ja, also die Bundesregierung sagt auf jeden Fall, ja, Fitness ist wichtig, nicht nur für die physische, also für die körperliche Fitness, sondern auch für die mentale, geistige, für die psychische Gesundheit, empfiehlt aber dann halt auch gleich im Alltag die Aktivität Gartenarbeit. Ich frage mich, wie soll eine Gartenarbeit jetzt sportlich aktiv werden, wenn man A, wie die meisten wahrscheinlich gar keinen Garten hat. Also ich habe hier nur einen Balkon, gar keinen Garten. Gerade in der Großstadt haben die meisten ja sowieso keinen Garten. Ich könnte natürlich auch Fahrrad fahren, laufen oder längere Spaziergänge machen. Es ist halt, wie es ist. Es ist, wir können ja mal gucken, es ist halt sehr einseitig, ne? Ich denke halt nicht, dass es den Zweck jetzt erfüllt bei vielen, die vielleicht tatsächlich gesundheitliche Beschwerden haben, weil man natürlich auch gezielt trainieren muss. Es ist natürlich mal die Frage, liegen Verletzungen oder wirklich auch gesundheitliche Probleme schon vor, dann brauchst du auch eine Betreuung. Da hilft dir nicht ein bisschen im Garten schnibbeln oder Fahrrad fahren. Da brauchst du gezieltes Training, wenn Verletzungen vorliegen. Gerade auch der mentale Faktor spielt ja auch beim Fitnessstudio eine Rolle, dass man zum Beispiel in der Gesellschaft trainiert oder jemanden hat, der einen auch berät. Da hilft es nichts, wenn ich meine Stiefmütterchen zu Hause schneide. Da werde ich mental jetzt vielleicht momentan zumindest nicht glücklicher von. Dementsprechend sollte man sich aber auch nicht wie die Weltzeitung jetzt nur auf diesen kleinen Absatz hier festnageln und eine riesen Schlagzeile wieder raushauen, um halt wieder gegen die Bundesregierung zu schießen. Nichtsdestotrotz muss man eins sagen,
ich sehe es eigentlich natürlich genauso wie alle anderen. Fitnessstudios brauchen wir tatsächlich. Allerdings muss ich auch meine Meinung zu diesen Fitnessstudio-Öffnungen revidieren ein bisschen, weil gerade aufgrund der Mutanten oder Mutationen, die jetzt kommen, ist es halt auch alles nicht mehr so einfacher, die Läden jetzt aufzumachen. Ich bin da auch Realist und sage, okay, momentan ist es halt wahrscheinlich wegen dieser ganzen Mutation sicherer, die Dinger tatsächlich wieder zuzulassen. Ich denke, wie alle anderen möchte ich auch dasselbe, dass wir wieder ein normales Leben haben und auch wieder ins Fitnessstudio können. Aber ich finde, es macht gerade gar keinen Sinn von beiden Seiten, egal auf welcher Seite ihr steht, diese Meinungsmache und dieses Gegeneinander und bla. Es ist halt völliger Blödsinn gerade. Wir müssen alle gemeinsam durchkommen. Ich bin auch der Meinung, dass Gartenarbeit mir jetzt persönlich nicht weiterhelfen sollte. Und ich bin auch gerade in der Position, ich kann ja einfach reden, ich habe mein kleines Home-Gym. Das ist bei vielen halt das Problem, dass sie das nicht haben. Und für die ist sowas natürlich sehr, sehr verhöhnt. Nicht nur auf der Seite der Konsumenten oder der Klienten, die ins Fitnessstudio gehen, sondern natürlich vielmehr natürlich auch der Wirtschaft. Ne? Die ganzen Fitnessstudios, die Existenzen, die dranhängen, die haben natürlich jetzt von dem Vorschlag der Gartenarbeit gar nichts. Aber auch die, die jetzt ins Fitnessstudio gehen wollen und nicht die Möglichkeit haben, auch kein Homegym, keinen Platz, die haben halt Probleme. Ich sehe den gesundheitlichen Faktor gerade bei Menschen, die übergewichtig sind, die Betreuung brauchen bei älteren Menschen sehr, sehr schwierig, weil da hast du keine Alternative zu Hause, deine Liegestütze zu machen etc. Da brauchst du jemanden, da brauchst du eine Anleitung. Gerade Reha und Prävention ist dann ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Auch der mentale Faktor, der auch bei älteren Leuten zum Beispiel eine Riesenrolle spielt mit den Fitnessstudien, kannst du ja zu Hause nicht simulieren mit Gartenarbeit oder sonst was. Und ich finde, man soll ein bisschen aufpassen, auch als Bundesregierung tatsächlich, wenn man sowas schreibt, weil es ja öffentlich einsichtig ist, dass sowas halt wirklich komplett auch wieder falsch aufgenommen wird. Und dementsprechend kann man natürlich auch in der Hinsicht wieder der Bundesregierung einfach, und ich finde, das merken wir alle, nicht nur in dem Bereich, gerade irgendwie so, ich will gar keine großen Vorwürfe wieder machen oder irgendwas sagen, aber ich finde, vielen da oben fehlt einfach komplett der Bezug inzwischen zur Realität. Also die sehen wahrscheinlich ihre Blase und kommen da nicht mehr raus. Und gerade auch wenn da Leute sind bezogen auf den Sportbereich, die halt selber überhaupt keinen Sport machen, dann können sie das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen. Das Schlimme ist, ich kann denen noch nicht mal Absicht irgendwie nachsagen, weil ich denke, die verstehen es einfach nicht. Und das ist ja noch viel schlimmer, wenn halt eine Bundesregierung überhaupt gar keinen Bezug mehr zu bestimmten Gruppen der Gesellschaft hat. Das finde ich halt traurig. Andererseits, was ich jetzt halt auch sage, und das merken wir auch alle, nicht nur Deutschland, auch in anderen Ländern, aber vor allem natürlich auch hier in Deutschland, die Bundesregierung ist ja komplett überfordert. Und wir müssen auch irgendwann gucken, wie können wir unseren Arsch irgendwo retten in den Bezug. Und da hilft es nicht, immer auf die Bundesregierung zu meckern, auch nicht immer rumzuheulen, sondern am Ende ist jetzt seit einem Jahr quasi Pandemie. Ne? Seit einem Jahr oder vor einem Jahr hat der erste Lockdown gestartet. Wir hatten jetzt ein Jahr Zeit, und für den einen einfacher, für den anderen weniger einfach, gerade wenn man vielleicht existenziell da dran hängt mit der Existenz. Aber vielleicht für viele war jetzt auch in einem Jahr, und da appelliere ich einfach an die Eigenverantwortung. Das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, was ich hier nochmal aufbringen möchte. Ein Jahr war Zeit, einen Plan B vielleicht zumindest zu suchen. Also wenn man jetzt, und sorry, das meine ich ganz ernst, wenn man jetzt nach einem Jahr immer noch keinen Sport macht und darauf wartet und hofft, dass die Fitnessstudios aufmachen, dann ist auch irgendwas falsch gelaufen, dass man in einem Jahr es nicht geschafft hat, eine Alternative zu suchen. Ja, ich, wie gesagt, ich spreche da auch aus einer einfachen Position hier wie ich, aber ich finde, jeder hat auch jetzt die Möglichkeit gehabt, ein Jahr, und das hilft ja euch auch nicht. Also es hilft ja niemandem, wenn man sagt, ja, dir geht's ja gut, du musst einfach reden. Das hilft deiner Situation nicht. Und das ist ja gerade das Problem, was viele nicht checken. Es hilft gerade nicht, nach links und rechts zu gucken und zu sagen, ja, dem geht's ja viel besser, der hat einfach reden. Und es hilft auch nicht gerade zu sagen, guck mal, die Bundesregierung oder die Fitnessstudios, die werden bald wieder aufmachen. Es hilft dir in deiner scheiß eigenen Situation gerade nicht. Deswegen muss ich hier nochmal appellieren an die Eigenverantwortung. Wenn es dir immer noch scheiße geht, wenn du immer noch keinen Sport machen kannst, dann wirst du ja spätestens jetzt nach so einer Aussage der Bundesregierung begriffen haben, dass es keinen Sinn macht, weiter zu warten oder darauf zu hoffen, dass was passiert, weil gerade einfach nur mal nichts passiert. Und dann bist du verdammt nochmal selbst verantwortlich dafür, dass es bei dir in deinem Leben was ändert. Finanziell, sportlich, gesundheitlich. Ich weiß, es ist einfach gesagt, aber am Ende bist du der Einzige, der gerade seinen Arsch retten muss. Und ich glaube, das haben leider viele noch nicht verstanden. So egal aus welcher Position man spricht, am Ende bist du, da bin ich derjenige, der Leid trägt. Und dementsprechend musst du jetzt einfach nach vorne gucken, aktiv werden. Ich meine damit jetzt nicht auf die Straße gehen, sondern einfach gucken, dass du dein Ding jetzt geschissen kriegst. Weil du merkst, es hilft nichts zu meckern oder zu sagen, ich warte, warte, warte. Du hast ein Jahr auf das Fitnessstudio gewartet und du kannst immer noch nicht rein. Verstehst du, was ich meine? In einem Jahr kannst du 20 Kilo zugenommen haben, krank geworden sein, weil du dich nicht bewegen konntest. Du hattest die Zeit, einen Plan B zu schmieden. Und wenn du es immer noch nicht hast, mach es. Weil ich bin der Meinung,
Das kann noch ein halbes Jahr oder noch ein ganzes Jahr gehen. Und wenn du jetzt immer noch wartest, dann hast du verdammt nochmal verloren. Deswegen scheiß auf solche Sachen, scheiß auf Meinungsmache. Zieh einfach dein Ding durch und guck, was kannst du in deinem Leben jetzt ändern, unabhängig von dem, was drumherum passiert, weil das ist deine einzige Möglichkeit gerade. Ne? Und wenn man das nicht tut, dann sind diejenigen, die jetzt einfach immer noch warten und immer noch keinen Plan B haben, diejenigen, die am Ende auf der Strecke bleiben. Und da hilft dir auch nicht die Bundesregierung, da helfen auch keine Gelder oder das tolle Sozialsystem. Dann bist du nun mal der Gearschte. Und das ist mein Appell, Eigenverantwortung zeigen, mach das Beste draus, weil es hilft nicht zu warten oder jetzt Gartenarbeit zu machen. Euer Görki.